So, wir sind, also ich bin im Game. Ich habe euch wieder eingeladen, müsst dabei joinen. Und jetzt haben wir ja. So. Bin sofort soweit. Ja. So. Gut, wir sind wieder. Ja, wir kriegen jetzt schon Gesellschaft, ernsthaft. Ist die Uni da, ja. Ernsthaft? Bin noch gar nicht drin? Irgendwie großartig. Ah, jetzt. Ich hätte mir mal eine Helikopter. Wo waren wir denn stehen geblieben hier? Ich glaube, irgendwo kurz nachdem wir dieses Flugzeug gekapert hatten. Und auf dieser Mini-Insel gelandet sind. Irgendwie da waren wir. Ja, mehr oder weniger. Irgendwie sowas. Ja, kann sein. Wir sind eigentlich offiziell hier am Anfang. Ist das jetzt die erste Dings? Ja, ne? Ja. Ich könnte noch ruhig ein bisschen stehen bleiben. Boah. Geht ja schon wieder gut los, Moni, der Patrouillar. Und wir haben nicht mal was gemacht. Eigentlich nicht, nee. Oh, Raketen schießt er auch noch. Ja, ja, wie gesagt, wir haben eigentlich. Hallo, wir sind total harmlos hier. Was denn? Gerade zuvor uns. Er raucht schon schwarz auf jeden Fall. Ja, aber nur, der hat noch andere alarmiert, die kommen gerade auf uns zu. Ja, wir haben drei Leute da unten schon. Da irgendwer. Hinterm Berg auf jeden Fall. Ich bin schon mal einer nur noch mit einem Auto. Mist. Tot. Aber das war jetzt. Ist echt super, ne? Kommst nehmen wir mal einen guten. Nehmen wir mal einen guten. Ja, eben. Wir haben außerdem auch noch ein Auto, was da unten jetzt gleich kommt zu uns hoch. Siehst du? So, okay, nach dieser kleinen Reihe geht's dann mal nicht los. Ja, was machen wir denn heute als nächstes? Ja, super, was für ein raus. Sorry? Weil hier sind ja die drei Dinger, die quasi in der Nähe sind. Wenn ihr da Bock drauf habt. Natürlich, wieder die Motorradgang. Ja. Bin dabei. So. So, und da oben. Wartet mal kurz. Na, no, ist gut. Was denn? Ich fahr das Motorrad. Da kommt noch ein Unidad-Fahrzeug. Falls der jetzt hier reinfährt, fahren wir rechts runter. Komm. Ja, der kommt hierher. Ein Ab runter. Das ist keine gute Idee. Oh Gott! Das ist eine Motocross-Maschine, das funktioniert. Alle, Markus hat da ja. Ich bin sogar vom Moped geflogen. Ich auch. Pass auf, hier ist der scheiß Leitplanke. Ja. Ja, ich bin genau drauf gelandet, aber so, dass ich runtergefallen bin. Ja, ich bin kurz davor gelandet. Und die Leitpatrouille verloren. Am Stein hängen geblieben.
Entschuldigung. Ich bin voll kritisch. Ja, ich auch. Hat so wie. Motoren von können wir fertig. Ja, funktioniert GTA. Okay, ja, dann fahren wir mal weiter und zu dieser Story. Wie soll Kuka-Vorräte machen? Ich bin mal ganz verrückt. Ich sehe gerade was, ich habe hier noch mein altes. Oh, hier rechts ist schon alles rot. Ich sehe gerade, ich muss jetzt gleich noch einmal ganz kurz die Aufnahme beenden. Ich habe mich, ihr habt da meinen Titel nicht übernommen. Ja, da fahren wir jetzt am Anfang. Das ist noch nicht der Ort. Nein, nein, das ist nicht der Ort. Das ist das, das ist das hier, wo wir aufgehört haben. Das ist dieses, wo wir zum Schluss noch mit diesem Panzerfahrzeug alle abgeballert haben. Okay. Konzentrieren. Und dann sind wir diesen Bergweg hochgelaufen und haben gesagt, okay, wir machen vorher den Schluss. Ja, komm dann. Ich fahre jetzt mal hinterher. Hier rechts ist es jetzt. Ich muss erst mal gucken hier. Ich bin hier gerade wieder irgendwo. Ich weiß nicht genau wo. Oh, wir haben schon gesehen. Du wirst gesehen, weil ich bin im Busch. Da ist was im Busch. Ja, du stehst auf Busch. Ja. Henke da im Busch rum? Hä? Also ich bewege mich jetzt ja ganz langsam in Richtung dieses Turms hier vorne. Ich bewege mich gerade gar nicht. Ich gucke mir gerade mal die Gegend an. Ja, mal gucken, ob wir mal eine Drohne reinschicken. Eine Blitzreise zu euch. Sie haben einen Störsender auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall ein Störsender, der ist markiert, glaube ich, wenn ich richtig komme. Ja. Der ist direkt hier vorne bei uns, wo wir jetzt hier auf die Ecke gucken. Mhm. Die Lagereinpässe. Markus kommt tatsächlich schon genau auf die Idee, die ich eigentlich auch hatte. Mal versuchen, oben auf den Turm zu kommen. Das Drohnensignal wird gestört. Ich empfange gar nichts. Scharfschütze ist tot. So gut. Ich bin sehr wieder bei euch. Ich sehe aber auch gerade gar nichts. Jetzt habe ich gesehen, aber ich weiß nicht wo. Also nicht gesehen, sondern mal nur angeguckt. Ach, da hinten ist der. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. So. Stoppst du mal, Schenner? Ich hatte mich was gesehen und der. Scheiße, Mörser. Du hast eh schon alle aufgeschreckt, Kev. Ja, schon klar, weil der eine mich gesehen hatte. Nee, weil du geschossen hast. Ja, weil ich geschossen habe, weil der eine mich gesehen hat noch. So. Wir müssen den ganzen Bereich nach Koka-Lagern absuchen, vor allem die Lagerhäuser und das Hauptgebäude. Wenn ihr was findet, vernichtet es. Verstanden. Erledigen wir. So, dass man ein bisschen außen rum zu rennen. Ja. Auf anderen Seite kommen. Ja, das ist zum Kotzen, ne? Da kommt schon wieder so ein scheiß Unidat. Unidat, ja. Die nerven auch, ey. Aber da könnte sein, dass der vorbeifliegt. Wenn er uns nicht sieht. Hat wohl nicht geklappt, ne? Autsch. Ja, aber die greifen die anderen an, ne?
Ja, ja, die hassen sich doch auch. Vor allem werde ich hier oben auch mit angegriffen. So, kommt jetzt ein, ja. Kommt einer an die Born ran? Nein. Ich wollte ja gerade, aber ich wurde dann gleich gesehen. So, ich bin auf dem Weg. Leider nicht. Mensch, der liegt ja nur im Kopf in der Wand, ne? Der hat aber auch jetzt viel geschluckt, der Kerl, ey. So, bitte. Unidad greift an. Wie geht dieser Unidad hier, die gerade ein bisschen auf den Piss? Ja, nicht nur dir. Den hätte ich gerne unten. Also müssen wir mal ein bisschen weg, weil sonst komme ich hier nicht raus. Ja, die Störsender ist aus. Leute, es kommen mal ein paar von der Straße jetzt noch. Ja, ja. Schalldämpfer können wir jetzt abnehmen, ist jetzt eh zu spät. Wir könnten ja theoretisch die Jeeps nehmen von den... Das wird, ja, schon wieder, das wird ja doch schon wieder absolutes Chaos. Rechts am Turm ist auf jeden Fall ein Scharfschütze noch. Jetzt war das, ist tot. Dass sich die lila Deppen da immer wieder einmischen müssen, ne? Was sind die denn alle hier? Gibt's doch nicht. Mal noch nebenher noch ein bisschen Nachschub markieren hier. Hier ist doch der Punkel. Hat die Drohne auch schon oben. Also der Störsender ist definitiv aus. Ja, hier ist Mörser ist hier bei mir. Das hier zeigt, wo sich einer von Santa Blancas Söldnern rumtreibt. Der braucht eine Lektion in Respekt. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Machen wir sie platt. Ich hab den Typen. Mörser ist tot. Ja, ich hab den Typen weggeschossen. Na, ich war ja gerade dahinter, ich hab geballert. Naja, bei mir. Guck mal bei mir in der Folge, der hatte Kontakt, der kam von mir. Egal, scheiß drauf, der ist tot. Scheiß drauf. Nimm mal von dem mal die Waffe mit. Unidad ist hier im Fahrzeug. Granate kommt. Komme mir da. Weg da. Erstes Koka-Lager zerstört. Weiter zum nächsten. Granate fliegt, Granate fliegt. Hab einen erwischt. Okay, Granate fliegt. Schön. Du weißt, das Ding von denen wir nur nicht benutzen? Nö, ne? Schade. So, ich gehe mal zum zweiten Punkt. Weil da noch mehr sind. Ah, jetzt. Okay. Das ist ja auch nur eine Mine, stimmt ja. Aber da vorne ist eine Munitionskiste, da kann ich auffüllen. So, da könnte uns welche jetzt in den Rücken fallen. Der Kerl ist hin. Jetzt sind's drei. Ziel ausgeschaltet. Auf zum letzten Lager. So, das... Das zweite Teil ist auch schon auch zerstört. Jetzt brauchen wir nur noch den einen da hinten. Mhm.
Ich sehe hier ein Kokerlager. Ich habe eine Granate fliegt. Mann! Wer ist jetzt? Wo bist du? Ich weiß nicht, wo die Munitionskiste. Ich bin relativ in der Nähe. Es ist erledigt. Hier ist der Flugplan für ein Kartellheli, der Nachschub liefert. Die Rebellen brauchen die Sachen. Holen wir ihn uns für sie. So, wo hängst du denn da? Direkt vor dir. Ja. Musst du denn einen Typen eben platt machen? So. Du musst ja doch ein Lager aushalten da, ne? Wow, da kam das Fenster gehüpft, der Typ. Er ist erledigt. Das Kuka-Ding ist oben auf der Treppe hoch, aber ich brauche eine Granate oder sowas. Ich habe keine Granaten mehr. Ja, ich nehme gerade welche auf. Ja, das. Das wäre gut, wenn das dann einfach. Muss mal, ist im Gebäude drin. Hier und dann rechts rein. Genau. Da in der Ecke ist das. Granate, aufpassen! Was? Jawohl, erledigt. War mindestens 10 Millionen Dollar wert. Das trifft Madre Coca da, wo es weh tut. Sehr gut, Leute. So. Dann nennen wir als nächstes hier. Ich habe auf jeden Fall kein Moped mehr, ne? Nur zur Info. Sie hängt völlig von ihm ab. Mal sehen, wie sie reagiert, wenn wir ihn gefangen nehmen. Das gehört quasi irgendwie noch mit dazu, scheinbar. Ich befreie eben die Gefangenen. Mhm. Gut. Janina, musst du wieder reingehen, wenn du draußen nicht gucken kannst. So. Da will wieder jemand in den Kofferraum. Ich komme jetzt gleich. Ich suche eigentlich eine scheiß Kiste. Die sind aber auch empfindlich, die Autos. Du sitzt irgendwo kurz an, da sieht das Auto gleich aus, als hättest du einen schweren Verkehrsunfall gehabt. So, ich komme. Wo lag er denn? Ah, da. Ja, ich habe mir nur Munition noch geholt. Andere Seite? Hä? Die Jetzt auf die andere Seite. Jetzt schießt er. Ja, ich kann erwarten schon 6, aber da komme ich da hin. So. So, jetzt müssen wir uns einen Typen mit Salazar noch schnappen. Der Markus ja. Hat natürlich. Markus, fährst du gerade? Ja. Du hast ja gerade göttliches Fahrzeug geschnappt. Wieso? Guck mal, wie das Fahrzeug heißt. Zeus, ja. Sag ich dir, das göttliche Fahrzeug. Ich halte mal gleich hier vorne, hier vor dem Felsen an. Ja, der ist irgendwo. Da ist der Oder Jeep. Oder sitzt denn im Auto? Ja, da steht ein Auto und da ist der Pfeil drüber. Wie machen wir das da am besten? Mal schauen. Aber das Auto scheint zwar zu stehen, ne? Die Frage ist, wenn wir jetzt da hingehen und wenn man so merkt, das heißt, dass der uns tatsächlich, Es ist ein Konvoi. Ich geh mal kurz oben drüber, hab ich ja, mein... Aber er steht, ne? Na okay, wir dürfen ihn nicht töten. Ich will nur auf die Reifen schießen, wenn der so fährt. Ich stehe irgendwo hier, wo ich dich sehe. Der Konvoi ist aber auch nur ein Auto. Sieht so aus, ja. Oh. So sind wir schon wieder so verdächtig. Ich stehe schon wieder irgendwo.
Ja, ich bin hier komplett weggeglitscht, gerade komplett. Ja. Ja, deswegen wolltest du mich mal nicht mit Dirk. Oder jetzt gerade. Ich muss dich töten. Geht nicht. Die Frage, ob wo an den rankommen, ne? Kann ich nicht. Eine Granate geschmissen. Ich, weil ich hier festgeglitscht bin, ich komme nicht raus. Ich wollte mich gerade töten. Schmeißt du dann eine Granate, jetzt hau da ab. Ja, das war natürlich jetzt nicht klug, aber ich wollte mich halt töten, damit ich weiter rauskomme, aber ich, ja, wo wollte ich mich töten? Ich habe ja Spawn, nee, alles gut, ich habe einen Fehler gemacht. So, Blitzreise halten. Achso, Markus, bist du gerade hinterher? Ja. Tut mir leid, ich habe euch die Mission da versorgt gerade. Ich habe das vergessen, dass man sich so quasi hinterher porten kann. Scheiße. Also angehalten habe ich so schon mal. Ja, bis wir da sind, das kann dauern. Ich stand mir gerade im Auto. Ich brauche dein Auto. Gib mir deine Mühle. Sorry, Bruder, aber ich brauche dein Auto. Raus. Klong, der nächste fährt hinten rauf. Ja, bleib locker, Dirk. Oh mein Gott, hör vielleicht zu Ram da hinten. Ach ja, genau. Das weißt du. Ich will mir hier das Auto schnappen und sie steigt erstmal als Passagier ein, ne? Auch nicht schlecht. Ach, du bist da oben noch mit, weil ich hab ein Auto. Ich, ich stehe hier oben. Ja, ich auch. Also, ich hab die beiden Kameraden von denen getötet. Er ist jetzt alleine am Auto. Ich fahr jetzt mal hinterher, mal gucken, um den Markus ein bisschen zu unterstützen. Bin ich jetzt dabei? Da kannst du ihn nicht schnappen. Ich hab ihn. Sehr gut. Als Maulmuttersöhnchen. Da will jemand mit reden. Hol mir da. Du kannst mich auch sofort helfen. Ich verrate dir nichts. Warum? Weil du Madre Coca so viel schuldest. Pass auf, was du sagst, Vallejo. Du weißt gar nichts über sie. Sie hat deinen Vater in einen Reifenstapel gesteckt und ihn angezündet. Mein Vater war schwach. Die Strafe war gerecht. Madre Coca kümmert sich besser um mich, als er es jemals tat. So, und wie mache ich das jetzt? Ihn ins Auto stecken oder was? Ja. Ja, mal gucken, so. Passen wir da jetzt alle mit rein. Yvonne ruft wieder in den Kofferraum. Ja, wir sind jetzt 6, ne? 5 meine ich. Aber passt doch, wenn Yvonne in den Kofferraum geht. Ich nehme den Typ mal wieder mit raus. Ja, das war klar. Das war keine. Geh mal wieder da rein. Ja, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich da jetzt. Du musst andere Seite. Ja, ist schon. Alles gut. Ich sitze hinten. Abflug. Sollte passen mit 5 Leuten. Ja, ich werde mein Auto demnächst auch so bemalen. Alter, die Kamera spinnt manchmal echt rum, das ist ein Bretzen. Hm. Ich finde die Lackierung gar nicht mal so schlecht eigentlich. So. Das ist doch eins hier von den Rebellenautos, ne? Naja. Boah, meine Zuschauer lachen sich auf jeden Fall schon schlapp. Die zwei, die ich hab. Ist vor allem auch geil, ja? Jemand will mit dir reden, also schaffen wir ihn 300 Meter von dem Punkt entfernt, wo er eben mit seinem eigenen Auto stand. Ja. Was? Doch logisch, oder nicht? Ist doch ein ganz logisches Spiel. Ja, natürlich. Und die Wolle kommt hier schön aus dem Kofferraum gekrochen. Ja? 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 Müssen wir jetzt alle rein? Ja, wir müssen alle rein. Ich sage euch nichts. Salazar, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie gar nichts sagen müssen? Ohne Sie läuft doch ein Scheiß drüben in Tabakal. Und wenn Madre Coca sich versteckt, kommt schon Sie. Ich muss das Ding auf jeden Fall gleich mal lauter machen. Ja, der Ton von den Szenen ist heute sehr leise. Irgendwie. Ja, allgemein, das Spiel ist heute sehr leise. Aber es liegt auch daran, dass es nicht meine Party ist. Ich muss die Party gleich ein bisschen, also mal für mich gleich ein bisschen lauter machen.
Ja, die schreiben gerade im Stream ist der Ton auch sehr leise. Ich merke es auch gerade. Normalerweise ist das Ding lauter. Ich mache jetzt hier gleich mal ein kurzes Folgenende. Aber es ist irgendwie nur in dem Video so. Eben war es noch alles normal. Keine Ahnung. Das Spiel ist eigentlich, glaube ich, deutlich lauter. Ich habe gesagt, also hab ich mir auch gesagt, das Spiel ist verdammt dunkel. Das kann auch sein. Dunkel, dunkel geht. Ja, mir hat einer unter das letzte Video geschrieben, dass es dunkel war. So, warte mal. Ich mache mal hier kurz ein Folgenende.